Premiere des 100% elektrischen A110 Eternité beim Formel 1 Grand Prix von Frankreich. Alpine feiert den 60. Jahrestag der A110 mit einem Prototyp, der voller Innovationen made by Alpine steckt und die Marke auf die Zukunft vorbereitet. Der A110 Eternité ist ein 100% elektrischer Prototyp mit Top-Innovationen von Alpine. Er spannt eine Brücke von der prestigeträchtigen Vergangenheit in eine 100% elektrifizierte Zukunft und veranschaulicht die Arbeit, die Alpine zurzeit zur Entwicklung seiner neuen Modellpalette leistet. Seit mehr als 10 Jahren leistet die Renault Group Pionierarbeit auf dem Gebiet der Elektrofahrzeuge. Das Pflichtenheft war kurz. Es galt, die A110 zu elektrifizieren, die Leistung, die Balance und die Agilität der Alpine A110 mit Verbrennungsmotor zu erreichen und dabei die Stärken, Erfahrungen und Technologien der Gruppe zu nutzen. Um das Team noch etwas mehr herauszufordern, erweiterte Alpine das Pflichtenheft mit dem Anspruch an 4 weitere Top-Innovationen. Eine Top-Auflösung, die es ihnen ermöglicht, die Geräuschlosigkeit der elektrischen Technologie zu genießen. Ein Traum, eine elektrische Alpine A110 im Freien zu fahren, ohne ein Geräusch. Innovative Materialien, die Leistung und Nachhaltigkeit vereinen. Ein innovatives Multimedia-System auf Google- oder Android-Basis, sodass alle Anwendungen des Nutzers auf einem einzigen Gerät zentralisiert sind. Und ein hochmodernes Audiosystem mit 8 Lautsprechern für ein Surround-Klangerlebnis. Als Marke der Renault Group lag es auf der Hand, zunächst auf die bereits im Haus vorhandenen Teile und Technologien zurückzugreifen. Die Batteriemodule sind identisch mit denen des 100% elektrischen Megane E-Tech Electric. Um eine optimale Gewichtsverteilung zu erreichen und die 12 Batteriemodule unterzubringen, mussten spezielle Batteriegehäuse entwickelt und die Innenarchitektur angepasst werden. So wurden 4 Batteriemodule vorne und 8 hinten eingebaut. Um diese Herausforderung zu meistern, erlaubten sich die Ingenieure, diese Module auf untypische Weise im Raum zu positionieren. Trotz der zusätzlichen Module bleibt das Gesamtgewicht der Alpine A110 Eternité mit einem Plus von nur 258 kg besonders niedrig, da das Gewicht des Batteriepacks mit 392 kg in Grenzen gehalten wird. In der Folge entwickelte Alpine gemeinsam mit seinen Getriebelieferanten ein Doppelkupplungsgetriebe mit einer elektrischen Steuerung, wie sie beim A110 mit Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt. Die Dimension der Kupplungen passen sie dem hohen Drehmoment an, eine Lösung, die alle oben genannten Anforderungen erfüllt. Die A110 Eternité bietet sogar noch mehr, das lang ersehnte offene Dach. Der Wunsch nach einer A110 mit offenem Dach steht schon lange im Raum. Die Herausforderung bestand vor allem darin, rasch eine Lösung für die Integration in die Struktur zu finden. Die Ingenieure von Alpine lösten das Problem mit 2 Dachschalen aus Verbundwerkstoffen. Die mit recycelten Kunststofffasern gespritzten Dachteile erfüllen die Anforderungen an die Leichtigkeit, ohne die Steifigkeit der A110 zu beeinträchtigen. Zudem konnten sie zu 100% bei Alpine entwickelt und hergestellt werden. Die für wichtige Teile verwendeten Materialien sind leicht und umweltfreundlich und werden aus Flachs hergestellt. Ein 2. Eternité-Prototyp wurde ebenfalls entwickelt und zeigt diese neue Technologie an Teilen wie Motorhaube, Dach, Heckscheibe, Kühlergrill, Sitzschalen und Heckschürze. Das Material stammt von dem in der Normandie in Frankreich ansässigen Unternehmen Terre de Lyne. Mit der gleichen Festigkeit wie Kohlefaser, aber einer besseren Akustik, bietet sich Flachs als ein Material der Zukunft an. Das sind viele vielversprechende Entwicklungen für die Zukunft in der 100% elektrischen A110 Eternité von Alpine.